Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Rot und Schweiß. Und ihr seht es schon, heute zu Gast ist Lisa Weiß mit einem sehr, sehr freundlichen Lächeln auf dem Bild. Und genauso bist du auch bisher schon in unserem Vorgespräch rübergekommen. Bist du so ein offener, freundlicher, herzlicher Mensch, kann man das so sagen? Ja? Rheinische Frohnatur. Ja, doch. Wie sie im Buche steht, ja? Ja, doch. Früher so schnell haut sich nichts um? Nee, früher war ich schüchtern, aber inzwischen, glaube ich, bin ich aus meinem Schneckenhaus rausgekommen. Ja, doch. Das bringt dann, glaube ich, auch der Job mit sich, ne? Muss man, glaube ich, auch, ja. Genau. Lass uns direkt reingehen ins Thema. Frauenfußball hat jetzt durch die WM, ich glaube, man kann so sagen, nochmal so einen richtigen Boom erlebt, ne? Du als ehemalige Aktive, wie hast du das erlebt? Ich würde noch ein bisschen zurückgehen zur EM letztes Jahr. Ja, stimmt, hast eigentlich recht. Da ging es eigentlich los. Ne? Ja. Also danach hat man deutlich gemerkt, dass sich einiges tut. Also nicht nur medial. Ich habe zu der Zeit noch beim VfL Wolfsburg gespielt und habe gemerkt, wie die Mädels von allen Seiten belagert wurden nach dem Spiel. Du hast die kleinen Mädchen gesehen, die auf einmal Trikots von den Mädels getragen haben, was vorher gar nicht der Fall war. Und seit der EM kann man schon sagen, dass es einen Boom gibt im deutschen Frauenfußball. Und ich bin sehr überrascht nach dem Ausscheiden von der WM, dass es trotzdem noch anhält, also zuschauermäßig, dass man schon sagen kann, dass es jetzt nicht wirklich da irgendwelche Rückschritte gibt, sondern ja, dass der Frauenfußball trotzdem weiter wächst. Wurde Zeit, ne? Ja, wurde wirklich Zeit. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir uns gewünscht hätten, dass der Fußball übertragen wird. Also früher gab es ein Spiel mal auf Eurosport, inzwischen überträgt jeder Sender. Also es ist wirklich, wurde allerhöchste Zeit, ja. War das komisch dann auf einmal, dass dann die Mädels waren und einen dann so ein bisschen als Vorbild gesehen haben? War das eine komische Situation? Es war eine sehr schöne Situation. Also das haben wir uns sehr, sehr lange gewünscht. Und auch, dass die Mädels auf einmal Trikots, die Fans haben mit den Namen von den Spielerinnen und nicht von Thomas Müller oder wem auch immer, sondern wirklich sich damit identifizieren und sagen, das sind jetzt unsere Vorbilder. Und die haben uns mitgerissen bei der EM und ja, war wirklich schön zu sehen. Merkst du auch, dass eine höhere Akzeptanz da ist für den Frauenfußball? Muss jetzt vorsichtig sein. Immer offen raus. Ja, wir reden hier offen. Kommt drauf an, wo man ist. Also es tut sich schon was, aber wir haben noch viel Arbeit vor uns, ja. Kannst du mal ein Beispiel nennen, ohne dass du ganz, du musst es ja nicht namentlich nennen. Aber wo merkst du manchmal, dass da doch schon noch so Vorbehalte sind? Wir sind zwar beim Fortuna-Podcast, aber tatsächlich auch in unserem Verein sind wir auf, man trifft auf den einen oder anderen, der vielleicht noch nicht so offen ist für das ganze Thema. Und ja, so ein Klassiker, das gab es noch nicht. Also warum sollte sich das jetzt ändern? Aber wir versuchen jetzt gerade in unserer Abteilung unsere Hausaufgaben zu machen, unsere Arbeit gut zu machen und dann die Leute auch mit nicht nur Ergebnissen zu überzeugen, sondern auch was wir im Hintergrund alles, was wir machen für die Mädels und dann die Leute auch zu überzeugen auf unsere Art. Ja. Dafür bist du dann auch da, ne? Ein Stück weit diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Ja, ne? Also so sehe ich mich auch. Also so ein bisschen, nicht um die Leute irgendwie eine andere Meinung zu bekommen, aber einfach um zu sagen, Frauenfußball ist da und der soll ernst genommen werden und es ist ein wichtiges Thema und es ist höchste Zeit auch in Düsseldorf, das Thema anzugehen und deswegen freue ich mich umso mehr auf die Aufgabe. Du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das noch anhält, ne? Trotz des Ausscheidens bei der WM, was ja für die deutsche Nationalmannschaft, muss ich so klar sagen, eine herbe Enttäuschung gewesen ist. Glaubst du denn, dass dieses Interesse und auch dieser, nennen wir es mal Boom, dass das nachhaltiger ist als, das gab es ja schon mal so vor ein paar Jahren, dass Frauenfußball kurz groß war, in Anführungsstrichen groß, natürlich nicht zu vergleichen mit einer Männer-WM, natürlich nicht, ja. Dass es durchaus groß war und dann ist es wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Hast du denn das Gefühl, dass das diesmal nachhaltiger ist? Ja, ich glaube schon. Also das sieht man ja auch allein durch die Spiele, die in Männerstadien inzwischen stattfinden und immer mehr die Vereine sich öffnen, die Stadien öffnen. Du siehst, dass der Frauenfußball inzwischen wirklich akzeptiert ist. Und es kommt nicht von ungefähr, dass inzwischen Sky, DAZN, Sport1, Magenta, also dieses ganze Paket, was wir uns immer gewünscht haben, dass der Frauenfußball sichtbar ist, das endlich der Fall ist. Und ich glaube, dass es schon nachhaltiger ist als zum Beispiel 2011 die WM im eigenen Land, wo sich auch der deutsche Fußball sehr viel versprochen hat und danach vieles irgendwie zurückgegangen ist. Und das sehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, dass es schon
sehr nachhaltig ist und ich hoffe, dass das auch so bleibt, ja. Du bist 1987 in Düsseldorf geboren. Hast ja schon gesagt, rheinische Frohnatur. Und hast deine ersten fußballerischen Schritte dann auch in Lohhausen getätigt. Erzähl erst mal, wie bist du zum Fußball gekommen? Ja, die Geschichte erzähle ich sehr gerne. Also irgendwie durch meine Kindergartenfreunde, die wirklich nur Jungs waren zu der Zeit. Ich hatte irgendwie zu den Jungs immer eine ganz gute Bindung und die haben mich mitgenommen zum SV Lohhausen damals. Warst du so ein Kumpeltyp? Ja, schon. Und als einziges Mädchen bin ich in der Bambini-Mannschaft gelandet mit 4 Jahren und ja, wurde da ins Tor gestellt, weil keiner wirklich ins Tor gehen wollte. Und ja, habe mich da, glaube ich, ganz gut angestellt und habe dann so meinen Weg bis hin zur, ich glaube, ich habe mit Sondergenehmigung noch ein Jahr länger bei den Jungs auch gespielt, weil ich damals gab es auch kein wirkliches Mädchenfußball oder kein Mädchenfußball, Frauenfußball. Gab es einfach nicht. Wir hatten eine Frauenmannschaft zu der Zeit, aber da wollte ich irgendwie gar nicht hin. Ja, und so habe ich. Wie lange, darf ich kurz nicht unterbrechen, mit dieser Sondergenehmigung? Das heißt, wie lange war das? Wie alt warst du da, dass du da dann gespielt hast? Weißt du das in noch? Der D-Jugend, wie alt ist man da? 12, kann das sein? Ja, 13, so? 13, ne? Irgendwie ja. Sowas, genau. Und ja, ich wollte dann, wie gesagt, ich wollte einfach nicht zu den Mädels. Ich wollte immer bei meinen Jungs bleiben. Mit denen bin ich auch zur Schule gegangen, dann in die Grundschule, auch in Lohhausen. Und ja, ich hatte immer eine gute Verbindung und habe dann ja, meinen Weg mir so erstmal in Lohhausen gebahnt und dann ging es auch weiter, ja. Würdest du denn sagen, als Torwart muss man ein bisschen verrückt sein? Wir, ja, haben, schon, wir haben mal mit Lutz Pfannenstiel gesprochen, der hat gesagt, auf jeden ja, Fall. Ja, also jeder auf seine Art irgendwie, aber ja, man muss schon das wollen. Man muss sich auf den Boden schmeißen, man muss teilweise die Bälle, die fängst du auch manchmal mit dem Gesicht ab. Also ja, ich glaube, das kommt nicht von ungefähr, dass man denkt, die Torhüter sind alle ein bisschen verrückt, aber wie gesagt, jeder auf seine Art, ja. Du hast schon gesagt, du wolltest dann eigentlich gar nicht raus aus der Mannschaft, aber musstest das dann zwangsläufig, ne, wenn du halt dann weiter deinen Sport ausüben willst. Was hast du dann gemacht? Ja, dann bin ich bei unseren Frauen beim SV Lohhausen gelandet und war da aber auch nicht so lange, weil ich dann zum FCA Duisburg damals noch, jetzt inzwischen der MSV Duisburg, gewechselt bin und dann kam auch so die erste Verbindung mit der Niederrhein-Auswahl, ja, wo ich dann, ich sag jetzt mal, gesichtet wurde, aber trotzdem relativ spät irgendwie. Und von Duisburg bin ich nach einem Jahr, weil ich eher eine Reservistenrolle hatte, zur SGS Essen gegangen und da war ich, ja, 11 Jahre, war dem Verein sehr treu und ja, habe das Ruhrgebiet auch kennengelernt, ist meine zweite Heimat geworden und ja, von da aus ging es dann auch weiter, aber 11 Jahre war auf jeden Fall schon mal, ja, ein großes Kapitel in meiner Karriere. Jetzt mit im Rückblick, weil du es ja nur selber auch erlebt hast, findest du es nicht sogar sinnvoll, dass Mädchen vielleicht bis zu einem gewissen Alter, ich kenne es im Basketball, ich bin im Basketball auch sehr viel groß geworden, da ist es tatsächlich bis zur U12 so inklusive, wo die Mädchen auch ganz normal mit den Jungs in den Ligabetrieb teilnehmen. Findest du das nicht sogar sinnvoll, dass das bis zu einem gewissen Alter der Fall ist? Absolut. Also mir hat das wirklich was gebracht, also mich mit den Jungs zu messen. Ich habe auch ein Jahr habe ich auch im Feld gespielt als Stürmerin, weil ich irgendwann gesagt habe, es ist mir zu langweilig. Und das hat mich absolut weitergebracht, mit den Jungs ja, auf dem Platz zu stehen und ja, auch die Schnelligkeit mitzuerleben, auch schon in dem Alter, kann man schon gewisse Unterschiede feststellen. Und ich würde es jedem Mädchen empfehlen, auch bis es nicht mehr geht, bei den Jungs mitzuspielen. Oder mit einem Zweitspielrecht ist ja auch möglich inzwischen. Also mich hat es auf jeden Fall weitergebracht, ja. Du hast gerade erzählt, du warst 11 Jahre in Essen. Und dann hast du doch nochmal einen Schritt gemacht. Du bist zum Champions-League-Sieger damals, Lyon, gewechselt. Das war aber schon ein großer Schritt für dich dann da, oder? Ja. Also nicht nur sowohl sportlich, aber auch einfach mal das Land zu verlassen. Absolut, ja. Also ich war wirklich, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, ein Heimscheißer. Darf man. Ja, ich war wirklich sehr, sehr heimatverbunden. Ich habe immer noch in Düsseldorf gewohnt, obwohl ich in Essen gespielt habe, weil ich einfach mich total wohlfühle hier in der Stadt und habe wirklich sehr, sehr lange überlegt, auch den Schritt zu gehen. Also ich habe das in einem Podcast letztens schon gesagt, eigentlich total, ja, komisch, dass ich so lange überlegt habe, zu einem Champions-League-Sieger zu gehen, weil die Chance, die kommt nicht so oft in der Karriere. Habe mich bis zuletzt schwer getan, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich einen Schritt gemacht habe und nicht nur einen anderen Verein mal kennengelernt habe, sondern auch, wie du sagst, eine andere Kultur, ein anderes Land, eine andere Sprache. Das war für mich super wertvoll, auch für mich persönlich. Und ja, ich bin sehr dankbar für die Zeit. Waren die da in Frankreich schon weiter auch mit dem Frauenfußball als in Deutschland, oder kann man das nicht sagen?
Jein, also ne, klar ist Olympique Lyon der Verein gewesen zu der Zeit. Inzwischen hat Barcelona ein bisschen aufgeholt, aber der Frauenfußball war da, was das Finanzielle angeht, zum Beispiel sehr, sehr weit. Also ja, da ist keiner von den Mädels noch irgendwie zur Schule gegangen oder hat eine Ausbildung gemacht oder studiert, sondern das waren wirklich Vollprofis und das kannte ich aus Essener Zeiten absolut gar nicht. Also da waren, ich sage jetzt mal, 70% haben noch irgendwie nebenbei was gemacht und in Lyon war das dann komplett anders, ja. Du hast dann noch danach in Wolfsburg gespielt, bist auch deutsche Meisterin Ja, geworden, bei ne? Aston Villa war ich auch noch kurz. Aston Villa warst du auch noch, richtig, in Ja, England. Den Schlenker hast du auch noch einen mitgenommen. kurzen Ausflug auf die Insel habe ich auch noch gemacht. Das war auch sehr wild zu Corona-Zeiten. Ja, das war Ach, sehr, sehr schade, schade. dass du so gar nicht so Ja, dieses Phantom gar nicht so erlebt nee, dann. Ja, gar schon, das nicht. ist natürlich Ja, schade. und ich auf meiner Bucketlist stand oder steht immer noch ein Premier League-Spiel zu sehen. Das konnte ich leider auch nicht, weil zu der Zeit keine Zuschauer bei den Männern zugelassen waren. Aber ja, den Schlenker habe ich auch noch gemacht zu einem Aufsteiger damals, der in die erste Liga aufgestiegen ist, von dem Champions League-Sieger. Das war schon ein krasser, krasser Ja, das glaube Unterschied. Aber für mich persönlich, ich habe fast jedes Spiel gemacht und es war für mich sportlich eins der wirklich herausforderndsten Jahre, aber sehr, ja, es hat super viel Spaß gemacht. Aber ja, ich habe irgendwie auch nicht gedacht, dass ich nochmal nach Deutschland dann zurückkehre zum VfL Wolfsburg. Aber die Reise hat sich auch gelohnt. ja, konnte da auch meinen ersten nationalen Titel einsammeln. DFB-Pokal, der auch immer auf meiner Liste stand. Wir waren mit Essen einmal im Finale 2000. Ich glaube, es war 14 gegen FFC Frankfurt damals und habe immer gesagt, ich möchte irgendwann diesen Pokal gewinnen. Hat dann Gott sei Dank auch geklappt und ja, unterm Strich bin ich sehr happy mit meiner Karriere. Das wäre nämlich Ja. jetzt mal, das hört sich auch danach an. Also ich Ja. meine, kannst ja wenig vorwerfen, ne? Also Ja, ich glaube, es wäre noch ein bisschen mehr gegangen Richtung ja, Nationalmannschaft. bist du also ein bisschen selbstkritisch dann, Ja, ne? total. Ja, also ich war immer sehr, sehr ehrgeizig und also bin ich immer noch, aber auf eine andere Art jetzt. Ich glaube, Nationalmannschaft, da wäre noch mehr gegangen, aber unterm Strich, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe viele tolle Jahre gehabt, habe viele tolle Menschen kennengelernt und bin sehr dankbar für die Zeit. War dir während deiner aktiven Zeit schon schnell klar, dass du auch danach dem Fußball verbunden bleiben möchtest? Am Anfang nicht so. Ich habe am Anfang in Essen habe ich Lehramt Ah studiert, ja. Welche ja Fächer? Sport und Deutsch. Ich habe Und, Sport und Geschichte ah studiert. ja, Und wir sind beide keine Lehrer geworden. nee. Ist vielleicht besser so. Also ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber irgendwann, als ich dann auch nach Lyon gegangen bin, habe ich gesagt, nee, ich sehe mich da nicht. Also es hat lange gedauert, aber ich war so ein bisschen durch meine Familie geprägt. Mein Vater war auch Sportlehrer und ich glaube, ich hatte so den Spleen, ja, ich muss das auch machen, aber habe mich da absolut gar nicht mehr gesehen und habe dann Sportmanagement studiert und habe dann auch gewusst, ich will dem Fußball erhalten bleiben, aber ja. Nicht also Richtung Lehramt und bin sehr dankbar, dass ich jetzt auch ja, hier bei der Fortuna bin und meine Erfahrungen weitergeben kann. Genau, das bist nämlich jetzt seit Juli hauptamtlich für die Koordination Mädchen- und Frauenfußball bei der Fortuna. Erzähl mal ein bisschen, wie es zu dem Kontakt kam. Den Kontakt, ja, durch Peter Friemuth. Wir kennen uns, er kennt mich, seitdem ich so groß bin. Na stimmt, der ist ja in Lohhausen aktiv, ne? Genau, Ja, ja. logisch, ja. Und Da schließt sich der Kreis. meine Eltern kennen ihn auch sehr gut und wir haben uns letztes Jahr haben wir uns getroffen und ich habe gesagt, Peter, ich schiel so mit einem Auge schon Richtung Karriereende. Ja, was ist in Düsseldorf möglich? Die Fortuna hat es lange verpasst, leider so den Schritt wirklich professionell zu gehen. Aber ja, meine Karriere ist im Sommer vorbei. Was ist möglich? Und wir haben uns sehr, sehr gut ausgetauscht und dann kam der Kontakt zu Alex Jobst zustande. Wir hatten auch sehr, sehr gute Gespräche und ja, ich habe gesagt, ich bin Feuer und Flamme in Düsseldorf mit der Fortuna, ja, den Mädchen- und Frauenfußball voranzutreiben und ja, da bin ich jetzt. Da bist du Da jetzt. bin ich Mittendrin im Geschehen. mittendrin, genau. Aber du Ja. hast ja, also ich meine, wir haben ja eben darüber gesprochen, Olympique Lyon, damals Champions League-Sieger. Du hast ja schon die großen Vereine im Frauenfußball kennengelernt. Wolfsburg ja auch, eine große Nummer im deutschen Fußball, eigentlich auch international, muss man ja schon so sagen. Ja. Und jetzt bist du hier bei der Fortuna, wo alles noch am Anfang steht. Musst du dich da manchmal so ein bisschen zurücknehmen? Ja, absolut. Das Also glaube ich. habe ich in ein, zwei Interviews auch schon gesagt, es ist
Schwierig manchmal für mich, weil ich bin, wie schon angesprochen, ich bin sehr ehrgeizig und bin immer sehr ambitioniert gewesen. Und ja, ich muss mich in manchen Bereichen sehr zügeln und zwei Schritte zurückgehen. Aber ich weiß, dass es notwendig ist und auch den Mädels, den Trainern, dem ganzen Verein auch die Zeit zu geben, zu wachsen wirklich. Und ja, trotzdem weiß ich, wie es auf der anderen Seite aussieht und wohin es gehen kann. Und ich glaube, das treibt mich wirklich sehr an und ja. Ich habe hohe Ziele mit der Fortuna und bin sehr gespannt, wo unsere Reise hingeht. Da reden wir gleich drüber. Lassen wir noch kurz beim Ist-Zustand bleiben. Ja. Wie würdest du denn sagen, jetzt aktuell das bewerten? So zum Beispiel mal die Trainingsbedingungen. Was würdest du sagen? Wie sieht das aus? Es ist gut, aber es ist ausbaufähig. Also wir teilen uns ja am NLZ mit einigen Mannschaften da den Trainingsplatz. Zurzeit leider noch nach dem ganzen Trainingsbetrieb von den Jungs. Das ist, finde ich, muss man wirklich sagen, ist nicht optimal. Ist dann sehr spät, ne? Genau, ja. Wir trainieren um 19.30 Uhr mit beiden Mannschaften. Die Frauen sind jetzt hier an die Arena ausgewandert, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren. Ja, die Bedingungen an sich, es ist gut. Aber es ist noch viel, viel Luft nach oben. Wenn man in der Liga das vergleicht, stehen wir ganz gut da. Aber ja, Verbesserungen sind immer möglich. Ihr habt auch im NLZ noch nicht euren eigenen Bereich, ne? Das nee, sehe ich genau. Richtig, ne? Genau. Also ja, es ist, sind gerade Pläne und Überlegungen, ob wir da auch ja, wirklich unseren eigenen Bereich bekommen, um den Mädels auch Top-Bedingungen zu bieten, um sich individuell und auch als Mannschaft weiterzuentwickeln. Und das steht auch auf meiner To-Do-Liste, dass ich den Bereich auch mit betreue, ja, und den Mädels wirklich das bieten kann oder wir das bieten können, was sie auch verdienen, um den Schritt auch dann irgendwann in den Leistungsfußball auch zu gehen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich auch bei euch schon nicht alle Mädels aus Düsseldorf kommen, oder? Direkt habt ihr auch schon welche, die so aus dem, zumindest mal wahrscheinlich näheren Umfeld kommen. So, jetzt stelle ich mir vor, 19:30 Uhr abends das Training, dann trainierst du anderthalb, zwei Stunden und dann musst du noch irgendwie nach Hause kommen. Ja. Das ist ja schon sehr, sehr aufwendig. Bei den Jungs gibt es Shuttle-Service, die sieht man oft genug durch die Stadt fahren. Ja. Ich habe mir sagen lassen, bei den Mädels ist das noch nicht der Fall. Auch das ist in Planung, also zumindest für unsere U17, die ja auch deutlich jünger sind, wo wir auch einfach den ja, pädagogischen, erzieherischen Auftrag sehen und sagen, okay, wir können nicht die Mädels abends um 22 Uhr noch durch Düsseldorf schicken. Und deswegen versuchen wir auch da eine Lösung zu finden, dass wir einen Fahrdienst anbieten und die Mädels zumindest zu einem zentralen Punkt auch bringen können. Und wir wissen, okay, von da geht es dann in die S-Bahn, U-Bahn und ja, aber... Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, ja, der momentan noch nicht ganz so optimal läuft, aber auch da sind wir dran und versuchen, die Mädels da zu unterstützen. Seid ihr da jetzt noch sehr aufs Engagement der Eltern angewiesen, vermutlich? Ja. Ne? Ja, also wir haben noch keinen eigenen Mannschaftsbus. Wir haben ja, eventuell einen kleinen Minibus auch vom NLZ und ja, versuchen da ja, die Kapazitäten, die wir haben, bestmöglich zu nutzen. Aber ja, auf die Eltern sind wir auf jeden Fall noch angewiesen. Ja. Findest du eigentlich, oder fändest du es sinnvoll, du kannst mir auch gerne sagen, hör mal, was du redest, ist völliger Unsinn. ich bin einiges gewohnt. dass die Trainer von Mädchen- oder Frauenmannschaften, dass die eine spezielle Ausbildung bekommen sollten, wäre das sinnvoll? In welcher Form? Naja, ich könnte mir vorstellen, dass es... Der weibliche Körper ist immer auch anders zum Beispiel als der männliche Körper, dass das wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen, dass das sinnvoll ist, das in der Trainingslehre mit einfließen zu lassen. Das auf jeden Fall. Also es wird ein immer größeres Thema. Gerade beim VfL Wolfsburg haben wir da, ja, wir haben nicht zyklusabhängig trainiert, aber du hattest dieses ganze Thema Menstruation, Zyklus, das war sehr, sehr groß und es ist sehr, sehr wichtig, weil es durchaus Unterschiede gibt und die Zusammenhänge mit Kreuzbandrissen, Menstruation, das ist ja, wird ja immer mehr publik und ich glaube nicht, dass die Trainer eine andere Ausbildung brauchen, aber ich glaube, dass sie sensibilisiert werden müssen für das Thema und das Thema auch ernst nehmen und es soll auch kein Tabuthema sein, das ist uns auch sehr wichtig, wir haben das Thema auch auf unserer Agenda, um die Trainer, Trainerinnen da bestmöglich zu unterstützen und einfach auch mal einen Hintergrund zu geben, was ist das mit dem weiblichen Körper, was hängt da alles zusammen und ja, alle Trainer sind da sehr offen und ja, versuchen da auch bestmöglich die Mädels zu unterstützen. Aber wird das schon in den Trainerlehrgängen, wird da schon drauf eingegangen oder ist das noch ein Thema, was noch so ein bisschen
sag ich mal, ja, wie soll man sagen, stiefmütterlich behandelt wird. Also in den Trainerlehrgängen weiß ich das speziell gar nicht, aber wir versuchen auf unsere Art, ja, das über Experten oder gewisse Workshops unseren Trainern mit an die Hand zu geben und dadurch einen besseren Zugang auch zu bekommen und die Mädels auch dafür zu sensibilisieren. Es ist für uns ist es kein Tabuthema, sondern es ist wichtig, dass die Mädels wissen, dass es Unterschiede gibt und ja, wir versuchen da unsere ja, Lösungen zu finden. Ja, und ich denke, ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn du Heranwachsende bist, auch mit diesem Thema auch offen umzugehen. Genau. Ne? Das ja. ist auch nicht so einfach, oder? Nee, das ist nicht einfach. Wir versuchen das schrittweise an die Mädels heranzutragen und auch zu sagen, das ist komplett okay, wenn man darüber spricht. Es ist überhaupt nichts Spezielles oder Ungewöhnliches. Aber es ist halt im jungen Alter schon noch ein bisschen, muss man da anders rangehen, als wenn du jetzt mit den Frauen darüber sprichst. Ja, das denke ich mir. Ja. Wie ist es jetzt nochmal mit den anderen Düsseldorfer Vereinen? Also hier gab es ja schon länger oder gibt es schon länger Frauenfußball. Ich nenne jetzt mal Tusa zum Beispiel, die eine sehr, sehr gute Arbeit machen, schon seit Jahren. Garath auch bekannt dafür. Ja. Wie ist da die Zusammenarbeit? Ja, wir haben ja das ganze Thema Bündnis auch. Ich weiß nicht, ob du darüber im Bilde bist. Ist etwas komplex, aber die Kooperationsvereine, mit denen wir zusammenarbeiten, das läuft sehr, sehr gut. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich bin durch meine Kollegin Lisa Peters da immer noch so ein bisschen am Rande tätig, weil das auf ihrer To-Do-Liste steht. Aber was ich jetzt mitbekommen habe in den letzten Monaten, wir haben einen guten Austausch, ja, versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Wir schicken ja auch Trainer zu den Kooperationsvereinen, um die Trainer da ein bisschen zu entlasten oder Unterstützung anzubieten. Also ich finde den Austausch sehr, sehr gut. Von dem einen oder anderen Verein wünscht man sich auch ein bisschen besseren Austausch, aber unterm Strich haben wir alle das gleiche Ziel, die Mädels und die Frauen hier im Fußballbereich zu supporten, und da sind wir auf einem ganz guten Weg, ja. Ist euch das, also ist jetzt auch schon untergekommen, dass Vereine sagen, jetzt kommt ja die Fortuna auch noch um die Ecke mit einer Frauenmannschaft, der große Verein in der Stadt. Und jetzt kommen die auch noch damit um die Ecke. Ist dir das untergekommen? Ja, ja, schon. Aber ärgerlich, oder? Eigentlich ja, ne? Ärgerlich, auf der einen Seite natürlich auch verständlich, wenn man sich ein bisschen umguckt im Ruhrgebiet, Dortmund, Schalke. Es läuft ja ähnlich und natürlich sind die kleinen Clubs erstmal, oh, da kommt jetzt der große Bundesligist um die Ecke und man ist erstmal in so einer Abwehrhaltung und denkt, jetzt klauen die uns unsere Spielerin. Aber wir haben das Thema mit dem Bündnis ja explizit ja, aufgegriffen, um das halt nicht zu haben, sondern dass wir auch einen Teil zurückgeben können an die Vereine und natürlich uns freuen über Spielerinnen, die kommen von den Kooperationsvereinen, aber ja, wir gehen ein bisschen anderen Weg und ich glaube, ja, wir wollen alle nochmal die Mädchen und Frauen in dem Bereich weiter fördern und das ist das oberste Ziel, was wir verfolgen. Also so einen Wettstreit um Talente gibt es jetzt noch nicht, das kann man so nicht sagen. Na, du hast ein bisschen dann doch schon, ja. Ja, es dauert noch ein bisschen. Ja, ja, aber es ist ja klar. Also jeder möchte am Ende vorne sein und das ist, glaube ich, auch im Leistungssport ein ganz normaler Gedanke. Ja. Okay, bewerten wir mal die Ist-Situation weiter. Ich glaube, man kann zufrieden sein, ne, wie es bisher läuft, oder? Ja, bei der Fortuna. Sehr, wir sind sehr zufrieden. Unsere Frauen, ja, ich sage jetzt einfach mal, die marschieren gerade durch die Liga. Wir haben bisher noch kein Gegentor. Wir haben jetzt gerade gestern die 100-Tore-Marke geknackt. Also es ist schon echt bemerkenswert. Natürlich ist das auch unser Anspruch, dass die Mädels da die Liga überstehen. Und auch die U17 macht einen sehr, sehr guten Job. Und wir sind echt zufrieden mit dem, wie es gerade läuft. Ja. Wenn man so deutlich überlegen ist, wie ihr es ja im Moment seid, ist es dann, muss man sich dann Testspielgegner suchen, ja, die auf höherem Niveau spielen, um halt, ja, ich meine, man kann nur, wenn man gefordert wird, besser werden. Ne? Ja. Und wenn man in der Liga ein Stück weit, das soll gar nicht despektierlich sein, unterfordert ist, ist das dann manchmal ein bisschen schwierig, oder? Das ist total schwierig und das ist auch was, was wir bei den Frauen jetzt auch weiter planen. Wir wollen ein Testspiel machen gegen Borussia Dortmund, auch gegen die erste Frauenmannschaft, die drei Ligen über uns sind und ich hoffe, ich bin richtig, 2 oder 3 liegen, aber einfach um zu sehen, wo steht man auch gerade und wo wollen wir auch hin. Und ich finde es super wichtig, dass man auch sich mit Gegnern misst, die auch auf einem anderen Niveau schon sind, um einfach auch zu gucken, okay, da kann die Reise auch hingehen und sich natürlich auch mal auf eine andere Weise zu fordern, was man in der Liga manchmal einfach nicht hat. Ja. Du bist sehr ehrgeizig, hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, wo willst du denn hin mit der Fortuna? Was ist denn möglich? The sky is the limit. The sky. ja, ist eine gute Frage. Also
Wir hoffen, dass wir in der höchstmöglichen Liga mit den Mädels irgendwann spielen können, wo auch immer das ist. Also von unserer Seite gibt es da keinen Druck oder keine Vorgabe. Also wir wollen einfach das Ganze behutsam angehen und wir haben uns jetzt nicht zum Ziel gesetzt, wir wollen in 5 Jahren in der Bundesliga sein. Das ist auch utopisch meiner Meinung nach, auch wenn es im Frauenfußball schneller gehen kann als bei den Männern. Aber trotzdem, ja, langsam wachsen und dann schauen, wo die Reise hingeht. Ich bin ganz der Profi. Nicht zu konkret werden, ne? Nein. Du hast ja gesagt, ihr habt eine U17 auch, ne? Das wissen wir auch, sehr erfolgreich. Mhm. Darunter ist was geplant, dass bald eine U15, U13 irgendwie sowas auch geben wird, also noch jüngere Jahrgänge? Ja, also wir sind gerade wirklich in Planung, wo oder in welchem Bereich wir uns auch erweitern wollen. Konkret können wir jetzt auch noch wirklich nichts sagen, aber Überlegungen gibt es auf jeden Fall, weitere Mannschaften zu etablieren. Aber in welchem Bereich, das muss man noch schauen. Seid ihr da limitiert aufgrund eben der Trainingsmöglichkeiten? Klar, also das ist auch ein Thema, was man im Hinterkopf haben muss, weil eine Mannschaft mehr heißt, eine Mannschaft mehr auf dem Platz. Naja, und das NLZ platzt aus allen Nähten. Deswegen sind wir, wie gesagt, schon an die Arena mit den Frauen ausgewichen. Aber das sind natürlich Überlegungen, die man auch hat. Ja. Jetzt sind wir ja gerade nach diesem, ich sage jetzt mal, wie soll man es bezeichnen, dieses Fortuna für alle Spiel. Das war ja also wie gemalt eigentlich. Lassen wir mal den Flaschenwurf außen vor, aber rein sportlich war es ja wie gemalt. Glaubst du, weil wenn da vorher darüber gesprochen wurde, hieß es ja immer, Fortuna für alle ist nicht nur für den Profifußballbereich der Herren da, sondern soll eben auch andere Bereiche unterstützen. Glaubst du, dass der Mädchen-Frauenfußballbereich davon profitieren wird? Ja, absolut. Also glaube ich schon, der Verein hat es sich auch auf die Fahne geschrieben, dass ein Bereich der Unterstützung auch in die Jugend- und Frauenfußballabteilung geht. Also wir erhoffen uns dadurch auch mehr Zuspruch und das Spiel, ich bin immer noch geflasht, muss ich sagen, als ich eben in die Arena hier gefahren bin, habe ich gedacht, Wahnsinn eigentlich, also es ist typisch Fortuna, das war nach dem Spiel so meine Zusammenfassung, das ist Fortuna, wie sie lebt und lebt und alles andere wäre irgendwie auch langweilig gewesen, aber ja, um zurückzukommen auf das Thema, wir erhoffen uns schon Unterstützung für das ganze Projekt und ich glaube, der Verein ist einen sehr, sehr wichtigen und richtigen Schritt gegangen und ich hoffe, dass wir davon profitieren können. Ist denn der Frauenfußball schon so weit, dass sich so ein Profibereich auch autark tragen kann? Ja und nein. Schwierig. Wir müssen im Verein eh erstmal schauen, wo wir angegliedert sind, wo unsere Struktur ist. Das ist jetzt auch ein Prozess, den wir angehen. Also ja, wir haben sehr, sehr viel zu tun. Es wird nicht langweilig. Ja. Ja, aber ist doch schön. Ja, absolut. Also besser als wenn man so ein... da sitzt ein Däumchen drin. Ja, genau. Also nee, wir sind da total engagiert mit meiner Kollegin zusammen, Lisa Peters, die administrative Koordination macht. Wir haben To-Do-Listen, die wir jeden Tag schreiben und die werden nicht weniger, aber es macht unglaublich viel Spaß. Dir geht doch bestimmt auch das Herz auf, oder? Wenn du sagst, du warst jetzt ja auch im Stadion und wenn du siehst, wie viele Frauen und auch Mädels im Stadion sind. Also als ich groß geworden bin, das waren dann so, in den 80ern bin ich das erste Mal ins Stadion gegangen. Also da gab es fast keine im Stadion. Da, ja. Ich sag mal, da war der Umgang schon sowieso noch ein bisschen rauer im Stadion. Aber da muss ja auch das Herz aufgehen, oder? Ja. Also es ist immer wieder schön, schon angesprochen bei der Nationalmannschaft, wo die Mädels jetzt die Trikots mit den Mädchen tragen. Das würde ich mir auch wünschen für unsere Mädels irgendwann. Aber es ist toll zu sehen, dass auch Mädchen und Frauen den Fußball in der Stadt hier unterstützen, auf unserer Seite, aber auch bei den Männern. Also es ist, ja, ich glaube, es tut sich was. Ja. Nehmt ihr eigentlich oder sucht ihr auch den Kontakt, es gibt ja schon eben auch bei der organisierten Fanszene auch viele Mädels, die da engagiert sind drin. Sucht ihr da den Kontakt hin und versucht auch da so ein bisschen das Interesse zu wecken, vielleicht auch für den Frauen-Mädchen-Fußball? Soweit ich weiß, gab es auch mal Kontakt vor einiger Zeit zu der Fanszene der Frauen von der Profimannschaft. Ich möchte jetzt kein Halbwissen irgendwie rausgeben, aber es gab zumindest schon mal Kontakt. Und ja, wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn wir den einen oder anderen Fan von den Männern nicht rüberholen, aber einfach, dass der Gesamtverein dafür auch offen ist und
uns auch unterstützen kommt am Flingerbruch und sieht, was die Mädels auf dem Platz leisten. Und auch da ist noch viel Potenzial. Habt ihr feste Spielzeiten am Flingerbruch? Also, dass man sagen kann, wir spielen immer samstags 11 Uhr oder was weiß ich? Schwierig. Mhm. Also sonntags spielen unsere Mannschaften. Dadurch, dass wir halt gucken müssen, dass die Jungs erstmal ihre Spiele abhalten, sind wir immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, hinten dran. Ja, unsere Frauen spielen manchmal um 15 Uhr, manchmal um 14 Uhr. Das kommt immer darauf an, wie das NLZ ausgelastet ist. Aber auch da würde ich mir wünschen, wenn wir feste Zeiten haben und sagen, ja, okay, ne? Genau, sonntags 11 Uhr die U17 und 15 Uhr die Frauen. Es geht in die Richtung, aber ja, wir sind dran. Da muss man sich aber durchsetzen. Für die Leute, die uns auf Social Media folgen, also unsere Spiele sind immer angekündigt, von daher einfach mal reinschauen. Was findest du Unterstützung der Stadt? Ist die da? Ja, doch. Also von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, schon. Wir würden uns auch da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung wünschen, was die Platzthematik angeht, dass man vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Platz in Erwägung zieht, vielleicht auszubauen oder zu erneuern, um einfach auch das ein bisschen zu entzerren, weil, ja, wie gesagt, das NLZ ist völlig voll und da, ja, ein bisschen Unterstützung, klar, kann man immer gebrauchen, aber grundsätzlich glaube ich, dass das Thema in der Stadt gut platziert ist und wir auch da Unterstützung erfahren. Ja. Jetzt wissen wir. Lisa Weiß ist eine rheinische Frohnatur, hat noch viel zu tun, hat große Ziele. Und jetzt fragen wir noch ein paar persönliche Dinge. Mhm. Und zwar, das musste bisher jeder beantworten, was würdest du gerne können, kannst aber gar nicht? Geduldig sein. Ja, bist du so richtig ungeduldig? Nicht richtig, aber in manchen Dingen würde ich mir mehr Geduld wünschen und ja, schon angesprochen, nicht so dieses, es muss jetzt passieren, wir müssen jetzt irgendwas ändern, also ein bisschen mehr, ja, Ruhe in manchen Dingen. Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber in manchen Punkten bin ich manchmal sehr ungeduldig, ja. Also, ja gut, aber wenn man dann sowas sieht, was man dann haben möchte, ja, ne, es ist schwierig. Ja, es ist nicht einfach. Das es ist schwierig, wenn man so was vor Augen hat und sagt, da will ich hin oder wollen wir hin, das, ja, aber Geduld wäre ein so ein Punkt. Altbier oder, pass auf, ich habe extra nachgeguckt, was man in Wolfsburg trinkt. Harzer Urstoff. Altbier. Ja. Hast du mal getrunken, dieses Harzer Urstoff? Nee, das hört sich schon wirklich nicht so kann, nee, muss ich ehrlich also sagen. Also, es muss ja irgendwo aus dem Harz kommen. Da gehe ich mal vor aus, ja. Nee, Altbier. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, Altbier oder ein Pilz, weil das ja so das, was man im Ruhrgebiet trinkt, eher. Also ich trinke auch gerne Pilz, aber seitdem ich jetzt wieder in Düsseldorf bin, habe ich gedacht, nee, also das Altbier schmeckt schon ganz gut. Mit ein bisschen Cola manchmal. Oh, lass das so gut. Ich weiß, das darf man nicht sagen. Ich habe letztens im Schuhmacher, wollte ich einen Krefelder bestellen. Oha. Da wurde ich blöd angeguckt und gesagt, ich darf Ihnen das nicht geben. Da habe ich gesagt, wieso denn nicht? Aber ja, also Altbier mit einem Schuss Cola finde ich also jetzt nicht so. Altbier und mit Cola bestellen. Ja. Wusste ich auch noch nicht, dass man das nicht so bekommt. Also, ja. Ich weiß, es ist ein spezielles Thema, aber ich dachte, wir sind so weltoffen, dass wir auch mal einen Krefelder irgendwie bekommen. Also die Düsseldorfer sind mittlerweile offen für vieles, aber ja, ich glaube, aber das wird noch ein bisschen dauern. Beim Altbier hört es auf, ich weiß. Das habe ich gemerkt. Also von daher trotzdem Altbier als Pilz, ja. Okay, könntest du eine Woche auf dein Handy verzichten? Im Job jetzt schwierig. Okay, lass mal Job, sag mal, du hast Urlaub. Ja, doch. Ja? Ja. Ja. So also, Social Media und so, alles zur Seite. Ich habe manchmal Phasen, wo ich denke, ach, das interessiert mich alles gar nicht, aber klar, Kontakt zu Familie, Freunden zu halten, das ist schon wichtig, aber so im Urlaub mal das Handy wegzulegen, ja, könnte ich mir vorstellen. Du bist jetzt nicht so jemand, der dann immer gucken muss, wie haben die und die gespielt? Oder doch schon, das? Aber wenn man weiß, dass auf einem begrenzten Zeitraum, kann ich für eine Woche, könnte ich das mal entbehren, ja. Ja. Was sind deine Lieblingsvereine außer Fortuna? Meine Lieblingsvereine. Gibt es so einen, wo du sagst, oh, das muss ich schon wissen, wie die gespielt haben? Die Wolfsburger Mädels schon. Da habe ich auch ein Auge drauf. Aston Villa, die Mädels. Die haben eine richtige Enttäuschung gehabt, ne? Die Wolfsburger Mädels da mit der Champions League-Quali. Ne? Das hat mir unglaublich leid getan, in der Champions League auszuscheiden und gar nicht die Champions League-Saison erstmal anzugehen. Wir waren letztes Jahr im Finale gegen Barcelona und jetzt ist der VfL. Und da vor allen Dingen auch lange Zeit sah es richtig gut aus. Ja. Ne? Also, es ist wirklich. Ja, da habe ich wirklich mitgelitten mit den Mädels, weil das ist echt bitter und der Verein war, ich glaube, das letzte Mal, ich
glaube 2014 oder seit 2014 immer in der Champions League. Also es war schon ein herber Rückschlag und deswegen, ich gucke mit einem Auge immer nach Wolfsburg, mit einem Auge nach zu Aston Villa. Also sind jetzt nicht meine Lieblingsvereine. Fortuna ist mein Herzensverein, aber klar, wenn man da gespielt hat, verfolgt man da schon. Dann bleibt da irgendwie ein Teil von einem schon auch irgendwie da. Ne? Ja. Und andere Sportarten? Gibt es da noch was, was dich sehr interessiert? Ich gucke sehr gerne Tennis. Ah ja. Ja. Also Frauen, Männer, das ist, ich habe sehr lange auch Tennis gespielt. Nebenan beim SV Lohhausen habe ich, bis ich 15 war, auch Tennis gespielt und musste mich dann leider entscheiden und habe dann gesagt, ich gehe in den Fußball, aber Tennis ist mit meiner Lieblingssportart und das verfolge ich. French Open, Australian Open, ich war diesen Sommer das erste Mal in Wimbledon. Das war, toll, das fehlt mir noch. Ja, das war auf meiner Bucketlist. Ja, oh, und ich habe gesagt, wenn ich in Rente gehe, ich bin da und es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich hatte Gänsehaut, ich hatte auch Tickets für den Center Court. Also es war ein einmaliges Erlebnis. Von daher, Tennis ist somit meine zweite Leidenschaft. French Open schon mal vor Ort gewesen? Das auch, ich. Das ist auch toll. Ne? Ja. Das ich brauche noch die anderen beiden jetzt. Australian Open. Und, okay, Australian ist nicht ganz so einfach. Ja, vielleicht jetzt, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber French Open war auch toll. Ja, wenn man so nah dran ist, ne? Gerade bei den French Open. Das ist ja wirklich, gilt auch, glaube ich, so als das Turnier, was so am nächsten ist. Ne? Ja, Wimbledon war schon noch irgendwie anders. Auch da habe ich aber Jule Niemeyer gesehen von relativ nah, weil die hat auf einem. Hast du diese Niederlage gesehen, dieses Spiel, wo sie verloren hat? Oder hast du das gesehen, wo sie gewonnen hat? Ich habe gesehen, wo sie verloren hat. Das war auch so unbekannt. Und das war sehr bitter. Ich habe mich so gefreut, das erste Mal, ich glaube, es war das erste Mal, nee, ich habe Angie Kerber bei dem French Open gesehen, aber das zweite Mal dann Jule Niemeyer in Wimbledon und dachte so, oh. Ja. Der fand ich so unnötig. Ja, bitter. Aber toller Sport, immer wieder faszinierend, ja. Ja, das war der Tennis-Podcast hier bei Rot und Schweiß. Lisa, ich danke dir für deine offenen Worte, die du hattest und viel, viel Erfolg bei all dem, was du machst. Das läuft alles gut an. Ja, vielen Dank. Weiter schön am Ball bleiben. Hab mich gefreut, hier zu sein.